Hallo zusammen, willkommen zur dritten und damit letzten Runde meiner Rocket-Monatsmission Mai. Wenn ihr die ersten beiden Serien verfolgt habt, dann habt ihr gesehen, dass ich ein Stück weit unkonzentriert war, zwei grobe Patzer mindestens schon eingebaut habe und damit womöglich zu Recht erst auf 370 Punkten stehe und jetzt ein kleines Skatwunder nötig wäre, wenn ich die Qualifikation, sprich einen Platz unter den ersten sieben des Turniers noch erreichen wollte. Ich denke mal, dann wäre jetzt so ein überragendes Ergebnis wie 900 Punkte ungefähr aus 12 Spielen nötig und das wisst ihr sicher so gut wie ich, das ist nicht unmöglich, aber das gelingt doch dann ausgesprochen selten, denn die anderen Spieler haben natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Andererseits reizt es sich ganz ungeniert, wenn du nichts mehr zu verlieren hast. Insofern biete ich hier im ersten Spiel auch ohne zu zögern 20, wobei der Ansatz natürlich durchaus noch Ergänzung braucht und die finde ich mit der Kreuz 7 die passende Karte, die daraus einen lupenreinen Nullouvert macht und damit kann man zumindest sagen, dass der Einstieg in das letzte Drittel hier kurz schmerzlos gelungen ist. Ja, und das bringt doch die Skatherzen zum Höherschlagen. In Vorhand ein schöner Grang. Ja, spiele ich den aus der Hand? Nee, ich habe reingeguckt. Gut, fünf Stiche im Zweifel mit drei Bildern in der Abgabe. Das wollte ich mir vielleicht doch noch ein wenig sauberer drücken, Bilder runterdrücken. Normalerweise passiert damit ja auch dann nicht so viel. Wenn du reinschaust, steigern sich eben die Schneiderchancen. Die Findung war jetzt nicht gut, aber Jungs kommen verteilt. Und jetzt, schon ein bisschen ärgerlich, dass da gleich 21 in Herz fallen. Jetzt geht der Schneider nur noch, wenn beide Könige zu mir wandern in Pik und in Karo, sprich wenn also kein König zu dritt oder zu viert steht und ich jetzt den Rest mache. Gewonnen ist das Spiel natürlich ohnehin schon und dann schauen wir mal, nee, da steht schon der Pik-König zu dritt. Ja, und dann wahrscheinlich, guckt euch das an, Karo-König zu viert, also die Farben standen durchaus ein bisschen quer verteilt, also haben wir hier 72 eingesammelt. Ja, ja, also die Karte läuft ein Stück weit, wieder ein Ansatz, ist natürlich noch kein fertiges Spiel, aber immerhin, du bist ja froh, wenn du in so einer Situation wenigstens was versuchen kannst. Für 22 reicht es hier aber nicht. Spieler 1 steigt das erste Mal ins Geschehen ein. Ja, und wenn man der Überlegungszeit nach Skataufnahme eine Bedeutung zumisst, dann hat er jetzt auch ein Problem. Dann hat er vielleicht nicht so glücklich gefunden, denn es dauert lange, bis er hier zu einer Entscheidung kommt. Nun sind die Würfel gefallen für ein 0 und bei einem 0 hast du natürlich als Gegenspieler immer Hoffnung, denn der kann ja noch nicht lupenrein sein, sonst wäre es ein Nullouvert. Also ich sehe hier Potenzial in Herz oder in Karo auf jeden Fall, wenn ich mit den Achten öffne, dass da womöglich ein direkter Treffer drin steckt. Pik wäre auch eine Idee mit der langen Farbe und der 7, aber die wird jetzt erstmal vom Spieler aufgeschlagen, also testen wir erstmal in Herz unser Glück. Ja, und sollte es denn hier jetzt schon passiert sein? Nee, da geht der Spieler mit der 9 drauf, obwohl er scheinbar die 7 noch hat. Und mein Partner testet es in Pik, okay, glaube ich nicht. Oh, doch, das war ein 0 mit Lusche Ass und die Lusche direkt aufgespielt. Auch ein typischer Bluff, der hin und wieder mal funktioniert, aber eben nicht immer. Hier gibt es 40 Punkte für mich, ohne großes Risiko. Da so darf es natürlich weitergehen. Und jetzt bin ich mal in der Situation, dass ich einen ziemlich schlappen 0 hier in Mittelhand reize. 8, 9 König ist natürlich die größte Schwäche, 7-10 dann schon relativ schwierig zu schlagen bei einem 0, aber ich komme für 23 nicht ran und mit 4 Faulen das Ding auf 0 Wert durchzuziehen, das tue ich nicht, die Chance ist nicht gut genug und wir sehen auch hier, Vorhand spielt einen Grang, ich wäre also wohl ohnehin nicht rangekommen, ist ja auch kein Wunder, kein einziges Ass, nur eine 10 in der Hand. Ja, und wo bei diesem Grang gleich die Jungs kamen, werden wir wohl auch nicht gewinnen können. Immerhin hier mein Pik-König zu dritt macht einen Stich. Das heißt, damit denke ich doch, dass wir uns aus dem Schneider retten können.
wenn es denn nicht der letzte Stich ist. So, in Karo werde ich wohl auch noch was machen. Mein Partner einfach jetzt eine 10 rein, Herz 10 oder Kreuz 10. Oh, er tut nur Karo Dame rein. Das ist übel. Warum schmiert er nicht? Ich glaube, jetzt werden wir wohl doch Schneider. Letzte Bube, Karo Ass bestellt und den siebten Pik. Ja, und dann kann er natürlich hier auf 14 Augen die Karo Lusche abschmeißen. Also eine Unkonzentriertheit von Spieler 1 hier, die dem den Schneider beschert bei diesem Gang. Ja, und nun muss ich dann leider, muss man sagen, auch das zweite Mal hintereinander hier schon eine schöpferische Pause einlegen, beziehungsweise es ist jetzt schon das dritte Spiel, aber in dem einen gab es ja immerhin hier noch 40 Punkte. Die Chance sieht in diesem Spiel eher mager aus. So, wir gucken mal, ob wir unserem Partner was freispielen können. Und, oh seht, gleich die Stechfarbe getroffen. Interessant. Wo die 22er Reizung von meinem Partner ist, habe ich da nicht unbedingt mitgerechnet, dass Karo jetzt die Stechfarbe ist. Ja, und mein Partner springt hier auch das Pik Ass auf den Tisch. Und ja, vielleicht war ich hier jetzt eine Runde zu schnell, da den König draufzulegen aufgrund der Reizung. Hätte ich vielleicht tatsächlich auf die Idee kommen können, dass es sich um ein 2-Farben-Spiel handelt, also nur Herz dabei und Trumpf, dann wäre die Pik 7 hier wohl etwas besser gewesen. Andererseits bin ich mir auch nicht ganz sicher, warum mein Partner jetzt so forsch das Pik Ass auf den Tisch geknallt hat und jetzt hier die Dame hinterher auf den offensichtlichen Trumpfstich des Alleinspielers. Also ein bisschen unnötig schwer hat es mein Partner mir hier auch gemacht. Ja, denn jetzt hat er tatsächlich kein Herz und wirft erstmal ab, das ist schön und gut. Das Problem ist jetzt, der Alleinspieler hat nur noch einen Trumpf und die bestellte Herz 10. Ich muss jetzt idealerweise am Stich bleiben. Dazu wäre der Pik König jetzt natürlich Gold wert. Jetzt muss ich einfach hoffen, dass mein Partner hier noch die Karo 8 in der Hand hält und den Zwischenzug, den ich jetzt eben unbedingt spielen muss, wenn ich das Herz Ass direkt spiele, kriegen wir die Herz 10 nicht. Den Zwischenzug, den ich unbedingt spielen muss, damit müsste ich jetzt am Spiel bleiben. Also tauchen. Nee, tut er nicht oder kann er nicht. So, Pik wäre es jetzt auch nicht gewesen und dann wird natürlich abgeworfen. Ja, er konnte tatsächlich nicht mehr tauchen. Karo 8 war im Keller und damit gewinnt der Spieler jetzt knapp mit 71. Also den haben wir nun auch beide nicht ideal getroffen. Aber sei es drum, abhaken, längst Geschichte. Und weiter geht die wilde Fahrt. Nach dem guten Start hat sich das ja durchaus schon wieder ein bisschen abgeflacht. Ja, und dann würde ich sagen, das Ding hier, zwei Bauern, zwei Asse, noch eine bestellte 10. Das Spiel muss ich jetzt auf jeden Fall machen, komme da was ist, was wolle oder reiz, muss ich reizen, bis ich ihn habe. Also mindestens mal 48 auf Grang muss das Spiel jetzt gezogen werden. Auch wenn es noch kein Gemälde ist, das erfordert jetzt die taktische Situation und ich krieg's für 48. Und die Hoffnung ist natürlich, dass einer null Ouvert gereizt hat. Kann auch sein, aber die Findung ist nun wirklich alles andere als erbaulich. Ja, dann würde ich sagen, Augen zu und durch. Ich habe überlegt, ob ich hier sogar 14 Augen drücke und die Herzlusche im Blatt halte. So ein Bild kann in so einem Spiel mal entscheidend sein, aber letztlich nee, Kreuz König kann auch den Stich machen, Herz können auch mal 21 auf dem Tisch liegen. Also, ich habe es lieber so gemacht. So, 10 Augen runter und da kommt das Herz Ass. Ist das jetzt eine gute Idee, da abzuwerfen? Pik Lusche, dann kommt Pik Ass womöglich hinterher. Nee, ich denke auch nicht. Ich würde den einfach mal mitnehmen. 23, Buben hoffentlich verteilt, jawohl, 29. Falls Karo 10 blank sitzt, bin ich sofort Sieger. Wenn ich von oben hinziehe, dann habe ich schon 50 liegen. Wenn nicht, kann ich Karo rausspielen und dann hoffen im Endspiel. So ist es auch. Ich komme hier auf 44, das heißt Kreuz Ass langt natürlich noch nicht, aber ich kann jetzt Karo rausspielen und muss hoffen, im Endspiel noch Kreuz Ass König nach Hause zu kriegen mit einem weiteren Bild oder die Karo Dame. Ja, und dass hier Spieler 1 die Kreuz 8 abwirft, ist aber wiederum kein gutes Zeichen. Dann kann er ja jetzt an sich nur noch Herz und Pik Stehkarten haben und höchstens noch eine Kreuz Lusche. Also wenn es dusselig läuft, mache ich hier gar keinen Stich mehr oder eben nur noch das Kreuz Ass am Ende. Ja, bleiben wir also mal gespannt. Das ist natürlich jetzt hier günstig für mich, dass erst nochmal Herz gekommen ist und nicht direkt Pik.
dann kann ich noch so ein bisschen diesen Bluff aufrechterhalten, dass ich die Pik 10 in der Hand habe. Und deswegen darf ich jetzt natürlich die zweite Pik-Lusche auf keinen Fall mehr abwerfen, sondern stattdessen werfe ich jetzt hier meine Stehkarten ab und auch noch ein weiteres Mal drei Damen hier. Ja, und wenn Spieler 1 jetzt in sein Pik Ass greift und danach Pik König hinterherzieht, dann bin ich vermutlich geschlitzt. Aber er ist darauf eingestiegen, weil es ja auch nicht zu erkennen ist. Wenn ich hier den Kreuz König etwa im Keller habe, dann war das genau der richtige Zug, mich jetzt in das Kreuz Ass einzuspielen und mit Pik Ass König gegen Lusche 10 das Endspiel zu haben. So aber gewinne ich hier genau und Spieler 2 hat natürlich jetzt noch einen Tick weit unnötig mir auch die Kreuz 10 in den Rachen geworfen. Das war aber gar nicht so wichtig mit dieser Endspielzugfolge gewinne ich das Spiel. So, 356 nach 6 Spielen. Ja, wenn ich das nochmal bringe, haben wir 700, das wird noch nicht reichen. Also, es muss sich so eine gute Serie trotz allem noch steigern. Ja, und was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Das erinnert mich ja so ein bisschen an das zweite Spiel, aber diesmal mache ich den Grand Hand. Ich sage es euch, da sind auch diesmal keine drei Bilder in der Abgabe dabei. Ich mache den Grand Hand. Ist natürlich ein Risiko, wenn die beiden schwarzen Buben in einer Hand sitzen und mir direkt abgezogen werden oder Kreuz auf den Tisch kommt, dann kann der sogar verloren gehen, aber das ist ja selten. Sonst kommt Kreuz Lusche. Gut, eine Lusche jetzt zu stechen, wäre vermutlich eine zu starke Schwächung, mit der ich das Risiko eines Verlustes zu sehr steigere. Also erstmal einmal abgeworfen, die 10 steche ich natürlich. So, und ich denke mal, da hat keiner zwei Buben, sonst hätten mir schon einer die Buben gezogen. Also spiele ich auch den Buben raus. Dann habe ich auch sogar noch eine Schneiderchance. Ja, und was ist das denn? Guckt euch das mal an. Zwei Buben im Stock, Granghand mit 4, Karo-Stich gibt es auch nicht. Also wenn Pik König keinen Stich macht, dann ist das Spiel Schneider. Also ist denn das zu fassen? Da muss man ja manchmal auch so ein bisschen schmunzeln. Erst verliere ich in der zweiten Serie Grang ohne Dreien, den ich aufgrund der niedrigen Punktzahl relativ frivol und hoch gereizt habe und bekomme allen Ernstes danach einen Granghand mit 4 Schneider angesagt oder einen Granghand Schneider angesagt, wo der vierte Bube drin liegt. Und jetzt, kurze Zeit später, nochmal einen Granghand mit 4 Schneider, ein 168er Spiel. Ja, das sind die Zutaten für so ein kleines Skatwunder. Ich bin noch im Rennen. Weiter, weiter, weiter. 574 und wieder eine reizbare Karte in Vorhand. Leider gibt es Widerstand. 24 halte ich und da komme ich ran. 24 ist ja verdächtig, oder? Was hat Mittelhand denn da gereizt? Eigentlich ist das nicht so gut. Pik Ass drin, das ist eine willkommene Verstärkung. Und jetzt die Frage, machen wir jetzt den Grang draus? Bei 24, eigentlich muss er die beiden Bauern haben, ne? Andererseits wird der Kreuz vielleicht auch nicht gut stehen, aber der Grang gegen zwei Buben in einer Hand oder womöglich mindestens den Kreuz König zu dritt mit dieser Herz-Dame noch dabei, das ist ja gar nichts. Also ich mache jetzt doch ein bisschen defensiver hier den Kreuz. Mal gucken und hoffen, dass nicht wirklich 5 Trumpf dagegen stehen. Guck mal, das ist ja schon mal erfreulich. 7 Augen, also höchstens 4 Trümpfe dagegen. Dann habe ich womöglich eine Chance hier. Ja, und da finden sie in Herz gleich 21. Das macht 28 zusammen. Herz 10 wahrscheinlich blank. Ist natürlich nicht schön. Ist natürlich nicht schön. 43. Ja, ich fürchte mal, wenn jetzt die Trümpfe tatsächlich, wie ich vermute, noch zu dritt bei Spieler 1 stehen, dann werde ich das Spiel nicht gewinnen können. Bitter wie es ist. Der überlegt auch. Ja gut, mit 3 Trümpfen wird er natürlich nicht stechen. Ah, okay. Ich kann hier nicht mich dagegen wehren. Ich spiele die Lusche. Vielleicht spare ich dann wenigstens noch mal 2 Augen, weil er nicht den Buben nimmt. Aber nein, er nimmt den Buben. Oh. Kommen sie auf 49, Karo König von Spieler 2. Kleiner Hoffnungsschimmer, hat er vielleicht keinen vollen mehr, aber es fehlt auch noch Karo 10 und Pik 10. Wenn die jetzt beide auch noch bei Spieler 1 sind, dann gewinne ich sogar, weil ich natürlich nur noch einen Trumpfstich jetzt abgebe. 49 haben die Gegner liegen. Das wäre natürlich ein glücklicher Umstand. Da ist schon mal die Karo 10. So, und jetzt noch mal einmal hoffen, Pik 10 bei meinem
entweder pennt Spieler 2 oder bei Spieler 1 und er legt wirklich nur die Pik Dame. Ja, dann gewinne ich das Spiel hier noch mit 64 Augen. Einmal durchpusten und ich bin immer noch im Rennen. 648, das läuft ja hier plötzlich wie verrückt. Ja, und jetzt noch mal einmal wieder günstig rankommen. Nee, nicht für 22. Natürlich auch das hier wieder eine Obergraupe vor dem Herrn, aber versuchen, wie gesagt, musst du es. Könnte auch ein 0 werden übrigens. Mal Karo 7 drin, dann wäre es vielleicht sogar ein 0 Ouvert. Aber ich kann nicht mehr als 22. Alles andere wäre Wahnsinn. So, und dann gucken wir mal an, ob wir hier vielleicht noch mal 40 Punkte angeln können von Spieler 1. 21 im ersten. So, und natürlich wird mein Partner noch den Pik Buben haben aufgrund der Reizung. 26 Augen, also wenn ich ihn jetzt hier zum Stechen bringe, wenn Pik 10 gestochen werden kann. Ja. Oh, und er sticht nicht mal mit dem Pik Buben, sondern er sticht hier mit der Trumpf Lusche. Das heißt, es ist sogar nur ein Viertrümpfer. Pik Bube muss ja noch bei meinem Partner sein. Dann wiederum kann man sagen, war jetzt der Pik König gar nicht so eine gute Idee, weil ich natürlich den Stich gegen die Pik Dame nicht machen kann, dann hätte ich vielleicht besser Kreuz getroffen, aber dass das jetzt nur ein Viertrümpfer ist, ist ja nun wirklich nicht zu ahnen. So, warum spielt mein Partner jetzt nicht einfach einen Buben rüber? Das wäre doch jetzt, glaube ich, der sauberste Zug, dann kann ich den Alleinspieler mit Pik Lusche anspielen und er müsste selber antreten. Stattdessen kommt Kreuz. Ja, ändert nichts an der Tatsache, ich kann ihn jetzt in Pik einspielen und dann muss der Spieler selber antanzen. Wenn wir noch einen Stich machen, bei 46 liegen, sollte das reichen, aber da geht die Karte auf. Kreuz war glücklich, mit Ass Dame ist er in den Schnitt gekommen. Also das wundert mich, dass mein Partner das geöffnet hat. Wenn wir den Stich allerdings machen, 13 Augen drauf, wären wir auch nur auf 59, also mutmaßlich stand das Blatt jetzt hier nach Pik König 10 tatsächlich auf 61 für den Alleinspieler. Okay, müssen wir uns damit begnügen. Das ist nix. Schade. Jetzt bräuchte ich noch mal so ein richtig dickes Paketchen, aber das ist es nicht. Vier Trumpf dagegen, den Kreuz. Und wir haben eine 22er Reizung. 29 Augen, Herz Ass bei meinem Partner getroffen. Jetzt bin ich aber schon optimistisch. Dunklen Buben muss mein Partner quasi auch noch haben. Ja, der bringt nicht Herz hinterher. Er will erstmal seine lange Farbe zeigen. Okay. 39, 43. So, was ist mit Herz? Habe ich da dem Spieler alles hochgespielt etwa? War das blanke Ausspiel hier wieder zu unseren Ungunsten? Spieler 1 hat auch noch Fantasie und da kommt Herz hinterher. Und Herz wird gestochen. Mit anderen Worten, dann muss dieser Fünftrümpfer, der jetzt das Pik Ass dabei hatte, was ich aufgrund der Reizung für blank vermute, und nur ein Herz dabei haben, dann müsste er ja drei Karos haben. Das macht Sinn. Ass 10 Lusche. Also, wie ist der Siegplan? Pik Dame abschmeißen, keine gute Idee. Dann spielt er mich womöglich entweder in Karo an oder in Trumpf und ich muss in Trumpf oder in Karo wieder antanzen. Sondern da ist es doch wohl das Schlauste, einfach überzustechen, auch wenn es erst wenige Augen sind, denn damit kommen wir auf 48 und dann der entscheidende Zug Trumpf Lusche zurück, um den Spieler wieder ranzubringen und vor allen Dingen meinem Partner zu ermöglichen, seine blanke Karo-Karte abzuwerfen. Das dürfte ja wohl eine Lusche sein und dann kann er auf meinen Karo-König noch die Pik 10 verpfeffern. So die Idee und bisher sind wir damit auch noch im Rennen. Das bestätigt mich, leerer Bubenzug. Jetzt hat er noch das Karo Ass zu dritt. Und wir machen den Sack zu hier mit der Pik 10. Da haben wir 62 und damit würde ich sagen, für Spieler 1 und 2 bedauerlicherweise läuft in diesem Päckchen jetzt gar nichts. Gut, da sie hier mit mir am Tisch sind, ist ja bisher auch noch nicht viel zusammengelaufen. Also die Jungs haben es jetzt noch übler getroffen, während ich natürlich inzwischen ganz solide schon wieder dastehe und mit ein bisschen Fantasie sogar es vielleicht noch packen könnte. Dann brauche ich jetzt aber wohl die letzten beiden Spiele und das heißt, dieses Ding hier, das ist die nächste Entscheidungskarte, das
muss ich jetzt mal durchziehen. 5 Trümpfe, ein Seitenass ohne Dreien, 30er Reizung, also jetzt darf nicht viel schief gehen. Und das sieht erstmal gut aus. Pik Ass König ist eine Traumfindung, muss man sagen. Das hätte viel schlimmer kommen können. Du kannst dich hier tot finden mit dem Buben oder du findest gar nichts und hast dann so ein Rotzding. Also Pik Ass König passte wie die Faust aufs Auge. Jetzt denke ich doch, dass dieses Spiel hier funktionieren muss, wo ich die Vorhandposition habe. Das muss eigentlich hinhauen. 13 Augen. Trumpf sieht bisher harmlos aus. Jawohl, den sacken wir erstmal ein. Nochmal Trumpf raus. Und die werden ja nicht jetzt alle in einer Hand stehen. 17 Augen bei den Gegnern. So, was machen wir mit der Herzlusche? Stechen? Nee, da stechen wir ins Leere. Ich denke mal, natürlich wird Spieler 1 dann Herz weiterbringen und Spieler 2 kann wahrscheinlich abschmeißen. Aber das ist egal, hier mit nur noch 2 Trümpfen ins Leere zu stechen, ist, glaube ich, die schlechtere Option. Lieber einmal abwerfen. Damit ist meine Beikarte jetzt gesäubert und stabil. Ja, und es kommt an sich wie vermutet, Herz hinterher, Abwurf, aber ich steche einfach. Und jetzt gehe ich nicht mehr auf Trumpf 1-1, dann könnte ich verlieren, wenn die mal doch zu zweit stehen und ich danach ins Kreuz Ass eingeschoben werde. Jetzt muss ich wohl, um das Spiel sicher zu gewinnen, hier über meine Pikvollen gehen, auch wenn da ein Abstich droht, denn jetzt kriege ich das Kreuz Ass noch heim und kann hier mit dem letzten Pik noch Druck machen. Guck mal, war Karo Lusche sogar nur noch draußen, habe ich gar nicht mehr so beachtet, war nicht mehr wichtig, hätte ich sogar noch abziehen können. Wichtig war das Spiel locker gewonnen, Karo ohne Dreien und jetzt 774, zusammen mit den 370 stehe ich jetzt doch tatsächlich allen Ernstes schon auf 1150 Punkten zusammen. Ein Spiel noch, ja, und was sagte ich eingangs, 900 oder so braucht man, ne? Das heißt, jetzt noch so ein 72er Grang oder ein 96er und dann habe ich plötzlich eine Riesenchance, doch noch unter die ersten 7 zu kommen. Ja, ist ja sensationell, wenn mir das vorher einer gesagt hätte. Also jetzt noch einmal finales Daumen drücken für das letzte Spiel. Und das ist ja ein Ansatz, aber sehr dünn, dass da ein großer Grang draus wird. Kaum zu glauben. Erstmal überhaupt unwahrscheinlich, dass ich rankomme. Ne? Oh, ich kriege das Spiel bei 18. Ich kriege das Spiel bei 18. Jetzt müsste doch mal wirklich noch mal richtig Premium drin liegen. Ne? Sowas wie Pikbube und Kreuzass. Oder Kreuz Ass und Herz Ass, irgendwie sowas in der Art, dass wir dann Grang rauskriegen. Trommelwirbel, Karo 10 und Dame, das ist mies, das ist bescheiden. Das heißt ja, dass ich jetzt überhaupt kämpfen muss, hier ein Farbspiel zu gewinnen. Ein Grang ist es definitiv nicht geworden, nicht mal die Idee. Ja, und wie drücken wir den? Der sieht ja wirklich nicht gut aus, dieser Herz. Ich habe schon überlegt, ob ich hier vielleicht Pik Lusche, Kreuz Lusche drücke, mit der blanken 10 rumhantiere, weil das plötzlich so eine schlechte Karte ist, aber dann denke ich mir, nee, mach's mal hier treu, dusselig, 10 Augen runter und einfach hoffen, dass es artig sitzt und vielleicht mal Karo auf den Tisch kommt oder ich die Pik 10 rausschneiden kann. So, und es kommt Kreuz. Erstmal keine gute Nachricht, weil mein Blatt ein Stück weit verraten ist. Andererseits habe ich hier das Kreuz Ass gleich geschnappt, also auf jeden Fall gut, dass ich hier nicht mit der blanken Kreuz 10 rumhantiere. So, 27 Augen. Ja, und dann mit so einem Ding kannst du auch mal mit dem Alten hingreifen, in der Hoffnung, dass dann voller fällt, wenn einer vielleicht Pik Buben und Trumpf 10 oder so hat. Das ist aber nicht der Fall. Ich kriege hier nur 4 Augen auf 31. Gut, und jetzt bin ich hier natürlich ein bisschen Spielball des Verlaufs. Klar, dass Kreuz hinterherkommt und dann blitzschnell, weil ich es schon geahnt habe, hier mal aus der Karo 10 zu dritt, der sogenannte asynchrone Abwurf, eine Finte natürlich, in der Hoffnung, dass die Spieler mich jetzt auf Pik mehr einschätzen und mir die bestellte Karo 10 nicht mehr zutrauen. So, jetzt kommt der letzte Kreuz, da fliegt jetzt die Pik Lusche auch wie erwartet. Hinten nur die Pik Dame rein, nicht die 10, das ist schon mal gut. So, jetzt müsste Karo kommen. Karo kommt, aber natürlich nur die Lusche. Uiuiui. Jetzt muss ich ein bisschen Glück haben. Nein, 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 nein. Spieler 1 macht es hier alles richtig, muss man sagen. War ja vielleicht auch ein Stück soweit offensichtlich. Aber es ist doch Pech, dass er jetzt mit Ass König hinter mir sitzt. Wenn er nur Ass Lusche hat oder so, dann mache ich ja wenigstens den Stich mit der Dame. Und jetzt bin ich natürlich aufgeflogen. Es langt ihnen auch, wenn Trumpf 1-1 steht. Denn sie haben schon 50 Augen, glaube ich. Ah, übel, bitter.
ja, und Trumpf steht 1-1, alles steht artig, Karo steht 2-2, Trumpf steht 3-3 und trotzdem kann ich jetzt diese Graupe nicht gewinnen mit 58, weil dann Karo Ass König hinter mir sitzt. Und wie gesagt, Spieler 1 ist hier auch alles richtig gemacht hat. Also da hat mich dieses Skatspiel noch bis kurz vor Schluss im Rennen gehalten und im letzten Spiel platzt dann der Traum. Also 684 ist natürlich ein gutes Ergebnis, also ein sehr gutes Ergebnis. Damit komme ich insgesamt noch über 1000, aber das wird jetzt natürlich nicht mehr für die direkte Quali reichen, aber sicher noch für ein nettes Taschengeld. Und jetzt heißt es erstmal ein wenig warten, bis das Turnier abgerechnet ist. Kurze Zeit später, nach vollbrachter Tat, nach geschlagener Schlacht, wurden dann die Ergebnisse veröffentlicht. Ihr könnt sie hier immer noch finden unter Ergebnisse, Turnierergebnisse. Ein wenig blättern, bis ihr kommt zur Rocket-Monatsmission vom 18.05. Und wenn wir da in die Details reinschauen, dann finden wir am Anfang die Einzelergebnisse der drei 12er-Serien. Die sind für sich genommen natürlich gar nicht so interessant, sondern die Summe dieser drei Ergebnisse, die geben das Gesamtergebnis. Und da können wir jetzt einmal reinschauen und gratulieren den 7 Finalisten, die sich ein Ticket ziehen konnten. Newman, Unleashed, Abby, Picol, Quo Vadis, Pigaida und Nobody, die haben es geschafft. Und auf dem 8. Platz ganz knapp geschlagen um einen Punkt Schwachi, der muss sich aber auch nicht grämen, denn wie ihr sehen könnt, hat er ein ganz ordentliches Taschengeld von 329 Euro eingesackt. An diesen Preisgeldern könnt ihr es schon sehen, es gibt hier an sich keine Verlierer, sondern nur Hauptpreise. So, und wo bin ich am Ende gelandet? Da bin ich auf der 15. 12 zu 4, 1054 Punkte, das sind natürlich zu viele Beat-Spiele und trotz alledem noch über 80 Euro gegriffen. Bei 5 Euro Startgeld habe ich also die nächsten 16,5 Versuche schon wieder frei und das sollte doch reichen, um die nächste Monatsmission anzupeilen. Ja, trotzdem natürlich in der Retrospektive ein bisschen dusselig gelaufen. Eins von diesen Verlustspielen einfach nur vermeiden oder dann das eine Spiel gewinnen, was ich verbastelt habe, dann hätte das schnell reichen können. Alleine nur hier das letzte Farbspiel, wenn ich das gewinne, rechnet mal drauf. Einfach Herz verloren gegen gewonnen, 160 Punkte Unterschied, wäre ich genau gelandet bei 1214. Ja, 263 Kröten. Kann man mal sehen, wie es beim Skat gehen kann. Aber die gute Nachricht ist, das Geld ist ja nicht weg, das hat jetzt nur ein anderer und vor allen Dingen, ich bin weiter motiviert und in der Pflicht, Rocket zu spielen. Da kommen hoffentlich auch noch ein paar interessante Videos bei raus. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Feiertag, macht es gut und wie immer, gut Blatt.